Überall in der Welt erlebt man Innovationen. Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und vieles andere, was mittlerweile auf Software beruht. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass selbst bei Hardware-Technologie, die mehr als 100 Jahre alt ist, immer noch Technologiesprünge möglich sind? Lassen Sie uns diese Netzdrossel anschauen. Sie wird installiert zwischen Netz und einem Frequenzumrichter, um Stromüberschwingungen zu glätten und damit die Netzqualität zu erhöhen. Diese Induktivitäten wiegen viel und sind kompliziert einzubauen. Hochstrominduktivitäten müssen sogar mit Hilfe eines Krans auf dem Boden des Schaltschranks installiert werden. Einmal im Schaltschrank platziert, muss die Drossel in einer für den Monteur sehr ungesunden Körperhaltung mit Leitungen verdrahtet werden. Und die Klemmen oder Anschlüsse sind oft so mechanisch schwach, dass sie nicht mehr befestigt werden können oder gefährliche Übergangswiderstände auftreten. Induktivitäten sind erfahrungsgemäß der Hauptgrund für elektrische Verluste im Schaltschrank. Sie erwärmen sich stark und oft müssen Lüfter eingebaut und die Luft zur besseren Kühlung zur Induktivität hingeführt werden. Also viele Gründe, warum Fachkräfte induktive Bauelemente nicht besonders mögen, oder? Diese innovative Drossel hat eine völlig neue Wickeltechnik. Wir bei Block nennen sie Future Winding und sie wurde eigens von uns entwickelt. Die Wicklung hat nur eine Lage und jede Windung hat einen anderen Abstand zum Kern. Dadurch wird die Kühlfläche stark vergrößert. Sie ähnelt so eher einem Kühlkörper. So bleibt die Induktivität deutlich kühler. Sehen Sie, wie perfekt die natürliche Konvektion funktioniert? Auch die Verluste sind geringer, weil die Temperatur niedriger ist und die einzelnen Windungen weiter voneinander entfernt sind. Das reduziert Proximity-Verluste, besonders bei höheren Frequenzen. Jetzt zeigen wir die Montagevorteile. Durch die ideale Kühlung ist es möglich, kostengünstiges und leichtes Aluminium zu verwenden. Und aufgrund der Hochkant-Wickeltechnik ist die Bauhöhe der Induktivität sehr gering. Dies ermöglicht die Wandmontage, auch bei Strömen bis zu 250 Ampere. Als elektrischer Anschluss werden robuste Schraubverbindungen eingesetzt, an die auch stärkste Kabel problemlos angeschlossen werden können. Und das Beste! Es ist kein Isolationsmaterial verbaut. Und neben der großen Kostenersparnis bedeutet das, Isolationsmaterial, was nicht verbaut ist, kann nicht altern. Und das erhöht die Lebensdauer des Produktes nochmals. Was man auch erkennt, ist die geringe Menge an benötigtem Leitermaterial durch die gute Kühlung. Und das ist sehr ressourcenschonend und macht die Drossel extrem leicht.